Ich glaube, der Krieg hat vor 9 Jahren begonnen, nicht letztes Jahr. Ich denke, er begann im Februar 2014. Er begann mit der gewaltsamen Entmachtung von Präsident Janukowitsch, was sich maßgeblich auf die Beteiligung der USA an einer Regimewechseloperation in der Ukraine zurückführe. Meiner Meinung nach war das wirklich der Auslöser dieses Krieges. Das bedeutet, wir sehen im Grunde einen Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, wobei beide Seiten auf den sehr verschärften ethnischen Spaltungen innerhalb der Ukraine spielen. Die Ukraine ist ein geteiltes Land, ethnisch und historisch. Diese Teilung bedeutete, dass es einen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und Russland um Kontrolle und Einfluss gab, sogar um das Platzieren von Militärbasen und das US-NATO-Bündnis. Ich sehe den Mangel an Klugheit von beiden Seiten als zentral für dieses Problem. Da ich jedoch Amerikaner bin, werde ich mich auf den Mangel an amerikanischer Klugheit konzentrieren. Mit den Vereinigten Staaten meine ich nicht das amerikanische Volk. Sense. And by the United States, I don't mean the American people. They're never asked about any of these things. This has nothing to do. Sie werden nie nach all diesen Dingen gefragt. Das hat nichts mit dem amerikanischen Volk zu tun. Es geht um eine kleine Gruppe in Washington an der Macht. Man könnte es den militärisch-industriellen Komplex nennen. Das ist ein fairer Name dafür. Ihnen fehlt die Klugheit, und meiner Meinung nach sind wir wegen dieser fehlenden Klugheit im Krieg. Ich denke nicht, dass irgendetwas Spezifisches an Putins Persönlichkeit eine wichtige Rolle in diesem spielt. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, das Russische Reich wiederherzustellen. Übrigens hören wir viele Dinge in den Mainstream-Medien, die meiner Meinung nach völlig unerkennbar als die Wahrheit sind. Und noch ein Punkt. Ich war Wirtschaftsberater von Präsident Gorbatschow, Präsident Jelzin und Präsident Kutschma, dem ersten Präsidenten des unabhängigen Ukraine. Ich habe keine Seiten gewählt. Ich mochte sie beide. Es gab keinen Grund, warum dieser Krieg hätte passieren müssen. Aber als Amerikaner werde ich mich auf den Mangel an Sinn im militärisch-industriellen Komplex der Vereinigten Staaten konzentrieren. Ich denke, das war eine Hauptursache dieses Krieges. Olaf Scholz, der Friedenskanzler, ein Image, was der Bundeskanzler unbedingt vor dem EU-Gipfel in Brüssel loswerden möchte. In der Regierungserklärung verspricht Scholz eine anhaltende Unterstützung der Ukraine. Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark. Es kann nicht darauf spekulieren, dass wir nachlassen mit unserer Unterstützung. Bertha von Suttner. Die Waffen nieder. Ausschnitt aus dem vierten Buch. Rache. Und immer wieder Rache. Jeder Krieg muss einen Besiegten aufweisen. Und wenn dieser nur in einem nächsten Krieg Genugtuung finden kann, einem nächsten, der natürlich wieder einen genugtuungsheischenden Besiegten schaffen wird. Wann nimmt das ein Ende? Wie kann Gerechtigkeit erlangt? Wann altes Übel gesühnt werden, wenn als Sühnemittel immer wieder neues Unrecht angewendet wird? Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecke mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut. Das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Wir wollen eure Lügen nicht, nein. Wir wollen eure Kriege nicht, nein. Wir haben es so satt, dass ihr da sitzt und lacht, weil ihr uns verarscht habt.